In diesem Video seht ihr, wie mein Hund am Strand sein Futter bekommt und wie ich danach frühstücke. Und natürlich noch einiges mehr. So, jetzt hatte ich gerade ein Gespräch mit einem Fischer. Da ist noch ein Fischer. Er hat mir seine Fische gezeigt. So. Aui. Und jetzt bekommt mein Hund das Fressen. So, und hier fliegt ein Flugzeug rum. Okay. So. Hast du Hunger und frisst nach der Beschäftigung? Dazu habe ich ein separates Video gemacht. Es heißt Morgenroutine mit dem Hund am Sandstrand. Anscheinend ist die Polizei, Gendarmerie, ein bisschen strenger geworden hier. Ich stehe da. Es windet. Aber ich hatte meinen Frieden. Da ist noch die Weißwurst, die kommt dann in einem anderen Video vor. So. Excuse me. Natürlich fällt immer was für den Hund runter. Kaffee ist ready. Voilà. Rähmchen, auch Pfingsttradition, ist ja fast nichts dran. Das erste Wohnmobil ist schon gekommen. Zum Glück weit, weit weg. Mit diesen Wohnmobilen kann man hierhin nicht fahren, weil die bleiben da stecken und dann müssen sie den Abschleppdienst rufen. Kostet nur 100 Euro. Der kommt mit einem Raupenfahrzeug. Dazu habe ich ebenfalls ein Video gemacht. Also abonniert. Und jetzt weiter. Frühstück. Ah ja. Noch ein bisschen Gemüse. Das ist meine Portion Gemüse. Und die wartet, bis was runterfällt. Das Fisch. Ein bisschen Brot, Maisbrot. Für was braucht man eine Ferienwohnung? Da ist man nur gebunden. Oder ein Haus in Frankreich. Das macht null Sinn. Wenn du ein Haus in Frankreich hast, musst du immer an diesen Ort gehen. Und wenn du nicht da bist, dann wächst alles. Es gibt Dreck, Staub, du musst jemanden engagieren. Du bist immer am gleichen Ort. Völliger Quatsch, verkauft eure Ferienhäuser. Ihr müsst es so machen wie ich. Während dem Frühstück im VW-Bus eine wunderbare Aussicht auf die Fischer am Strand. Ob die was gefangen haben?